Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So, jetzt grüß Gott allerseits. Die Suche nach dem Dettinger Weihnachtsmarkt geht unvermindert weiter, nachdem der vor Weihnachten von Eismassen verschüttet worden ist. Ursprünglich hat ja Dettinger Freiwillige Feuerwehr im Auftrag der Gemeindeverwaltung für die Kinder eine Schleifende auf dem Marktplatz nachspritzen sollen und hat es da dabei übertrieben. Was für die Freiwillige Feuerwehr Dettinger bloß ein lustiger Weihnachtsauftrag hätte sein sollen, ist in einer Katastrophe geendet. Weil sie Geld sparen wollen hat, hat Gemeinde Dettinger das Jahr keine mobile Eislaufbahn bestellt, sondern die eigene Freiwillige Feuerwehr drum bettet, eine Schleifende auf der Weihnachtsmarkt noch zum Sprühen. Dabei hat die Feuerwehr dermaßen übertrieben, dass gleich der gesamte Weihnachtsmarkt unter einer Eis- und Schneeschicht verschwunden ist. Seit 2 Wochen wird jetzt noch den Weihnachtsmarktstand bohrt. Wir haben ja hier in Dettingen Gott sei Dank eine sehr rege Heimwerkerszene, die auch hervorragend mit Bohrmaschinen aller Couleur ausgestattet ist und deswegen gehen die Sucharbeiten gut voran. Gesucht wird allerdings nicht bloß mit Bohrmaschinen. Modernste Radartechnik wird eingesetzt, um den verschollenen Weihnachtsmarkt unter der Eismasse aufzuspüren. Die Prognosen sind anscheinend gut. Also, wir sind davon überzeugt, dass wir den Dettinger Weihnachtsmarkt unbeschadet retten können. Auf den Radarbildern sieht sogar so aus, als ob die Leute da unterm Schnee noch gar nicht gemerkt hätten, dass sie verschüttet sind. Wir nehmen an, dass die genügend Vorräte haben, also Glühwein und rote Würstle, bis Mitte März. Auch der ehemalige EU-Ratspräsident Nicolas Sarkozy hat Stellung zu den Sucharbeiten in Dettingen genommen. Also, dass man den Dettinger Weihnachtsmarkt wiederfindet, da zweifle ich nicht dran. Da hat man ja Radar und Bohrmaschine und anderes Zeug. Wichtig für die Verschüttete ist jetzt, dass die genug Weihnachtsgebäck haben mit Zuckerguss. Im Moskauer Kreml ist jetzt zum 3. Mal in 2 Wochen der Lichtschalter im Treppenhaus hingegangen. Russlands Außenminister Lavrov hat eine internationale Hilfeaktion einberufen. In Moskau sind mal wieder alle Funzler aus. Nachdem zum 3. Mal in Folge der Treppenhaus-Lichtschalter im Kreml verreckt ist, ist Russland nichts anderes übrig geblieben, als um internationale Hilfe zu ersuchen. Vor allem der Amerikaner hat sich mit einer gewissen Genugtuung an den Tisch der Helfenden gesetzt. Also wir sind schon sehr dankbar für die internationale Hilfe, aber ich muss geschwind Stellung nehmen zu den Vorwürfen, wir täten billiges Klump kaufen. Der Lichtschalter ist wahrscheinlich verreckt, weil unsere Putzfrau drauf rumgespielt hat. Im Akt der Soforthilfe hat US-Außenministerin Hillary Clinton ihr Moskauer Kollege gleich einen neuen Lichtschalter überreicht. Und da schreibt man drauf, Bedienung nicht für Putzpersonal, dann hebt er ein wenig. Jeder von uns, der schon mal nachts im Dunkeln Treppenhaus nachkagelt, ich weiß, wie weh das tut. Und es ist für uns klar, dass wir helfen. Der neue amerikanische Hightech-Lichtschalter ist in einer beispiellos schnellen Aktion im Kreml eingebaut worden. Und schon sind in Moskau die Lampen wieder an. Also mir ist schon klar, dass man in so einem Treppenhaus ganz schön auf die Lappen fliegen kann, wenn da mal ein Stein liegt oder ein Putzhäumer oder wenn es da dunkel ist. Aber am schlimmsten ist, wenn man auf etwas ausrutscht. So etwas wie Zuckerguss. An der Tübinger Universität ist erneut zu Studentenunruhe gekommen, weil die Toilette immer besetzt ist. Die Tübinger Studenten sind der Meinung, dass eure Toilette für Tausende von Studenten nicht ausreicht und fordert Aufrüstung. Die Uni bleibt allerdings hart. Die erneute Besetzung der Universität Tübingen durch ihre eigenen Studenten war am Schluss bloß noch mit einem Polizeieinsatz in den Griff zu kriegen. So geht's nicht weiter, das ist eure Hoding, dass das Klo immer besetzt ist. Wir brauchen dringend. Die einzige Toilette an der Universität, die andauernd besetzt ist, ist den Studenten schon lange ein Dorn im Auge und es wird der Dialog gefordert. Ich fände es am brutalsten, wenn Alina in das Klo reingeht, um sich schminken. Dann kommt die halt echt im Ernst 2 Stunden lang nicht mehr raus. Was willst du da machen? Also mir ist einfach wichtig, dass ich den Lipgloss und den Eyeliner richtig drauf mache und dann nehme ich mir so viel Zeit, wie ich will. Das ist mir noch scheißegal, was die anderen denken und was die wählen. Also im Brechtbau, im Keller, da gibt's Hände, unbeschriftete Tür und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein extra Dozentenklo ist. Das fände ich auch verschämt. In der Universitätsleitung sieht man die Sache allerdings ganz anders und ist bislang auch unnachgiebig geblieben. Hey Alter, ich sag dir jetzt mal was. Das ganze Theater von den Studenten läuft drauf hinaus, dass die unser Dozentenklo im Brechbau mitbenutzen wollen. Aber das könnte sich gerade mal abschminken. Da kommt mir keiner von den Studis rein. Die sollen mit ihrem Klo zufrieden sein. Die Studenten wollen sich jetzt mit einer Petition an Vereinte Nationen wenden. Vielleicht kommt noch ein weiteres Klo her. Also ich verstand ja, dass man gewisse Bedürfnisse hat und dass man vielleicht mal geschwind nachliegen muss oder frische Luft schnappen oder mal aufs Klo muss. Also ich persönlich brauche halt immer mal wieder ein Sierstickle mit Zuckerguss. Und jetzt kommt noch die Wettervorhersage für morgen Samstag, der 2. Januar, live aus Berlin. Die dichte Wolkendecke über Baden-Württemberg hat sich leider erwartungsgemäß aufgelöst und deswegen muss man auch davon ausgehen, dass das Wetter in den nächsten Tagen so bleibt, wie es jetzt gerade ist, nämlich ein ganz granatemäßiger Seuch. Das war's also von mir. Ich muss jetzt leider dringend heim. Ich habe nämlich das Sigomatik noch auf dem Herd standen.
Amerikaner mit Zuckerguss. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.